So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play. Und zwar schauen wir uns Railroad an. Da ist jetzt die Demo auf Steam rauskommen. Early Access fängt im Juni an. Und was ist Railroad? Railroad ist quasi eine Art Stellwerksimulator. Und er ist nicht so komplex wie die bestehenden Stellwerksimulatoren und viel einfacher zum Einsteigen und eignet sich auch ein bisschen zum Casual, mal ein bisschen was zu spielen. Und man muss jetzt nicht ein Super Pro sein wie bei den, sagen wir mal, Hardcore-Simulationen, um so ein Stellwerk mal zu bedienen, um da ein bisschen Spaß auf der Karte zu haben. Es ist wirklich sehr einsteigerfreundlich und ich werde es auch gleich zeigen. 10 Stunden habe ich da jetzt schon investiert und ich liebe das Spiel. Also ist auf alle Fälle schon mal in meiner Wishlist drin. Link gibt es natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die Demo auch runterladen, ist kostenlos und auch selber mal ausprobieren. Gibt auch einen aktiven Discord-Channel. Da kann ich auch nur empfehlen, dass ihr da mal reinschaut. Da ist auch der Entwickler mit dabei und kann man sich auch da austauschen und auch neue Maps installieren. So, zum Verständnis machen wir aber erstmal das Tutorial, damit ihr seht, wie es denn funktioniert. So, da kommt jetzt dann schon der erste Zug rein. Commuter 1010 und jetzt dann auf Signal hier klicken, damit er dann auf den Bahnsteig der Nummer 1 geht. Wir sollen jetzt hier einen Rechtsklick auf Signal machen, dann ist es quasi ein rotes Signal. Sieht man auch ein bisschen an den Lichtern. Und je nachdem, in welche Richtung das Licht geht, in die Richtung gilt das Signal. Und das ist so ein sogenanntes manuelles Signal. Also da muss ich raufklicken, damit es halt angeht oder nicht. Und er sagt es eh gerade, das Signal schaut in eine andere Richtung. Das interessiert den Zug nicht. Links unten kann man die Zeit vorspulen. Und man sieht hier in der Mitte eine Übersicht von dem, was gerade auf der Karte so los ist. Vorspulen tue ich dann doch noch gern öfter. Oh, erstes Tutorial fertig. Schauen wir uns das nächste an. Blinking indicates waiting trains. Open the timetable for the station central. Also das ist die Station. Wenn es blinkt, heißt, da kommt ein Zug rein oder will rein. Und da sind wir jetzt Central 1 da im Hintergrund. Das heißt, er muss auf der Plattform 1 ankommen oder soll ankommen, gemäß Fahrplan. Und geht nach East End 1. Und wir akzeptieren ihn auf der Plattform 1. Jetzt haben wir auch gleich schon einen zweiten Zug. Wir sollen jetzt den Zug 1022 auswählen und sagen, der soll auf Plattform 2 reinkommen. Und da ist er dann auch. Man sieht dann da unten auch, wie lange sie stehen würden oder ob sie durchfahren würden oder wo sie weiter noch hinfahren. Das wird noch recht komplex. So. Open the timetable for the station East End and handle the waiting train. Dann machen wir das doch mal. East End, accept on. On. Kommt er rein, der fährt aber gleich durch und er will auf Central 1. Sprich, wir müssen jetzt hier schon mal die Weiche schalten. Genau, er sagt es ja gerade, müssen wir hier einmal raufklicken, da sehen wir, ist gestellt und jetzt können wir auf den Weg schicken. Sprich, das Grüne jetzt, das ist jetzt sein Fahrweg, der für ihn reserviert ist. Ein anderer Zug könnte theoretisch noch rauffahren, beim manuellen Signal, aber da müssen wir aufpassen. Es könnte nämlich da sein, dass die Züge kollidieren und dann ist es natürlich vorbei. Ach ja, das Klavier im Hintergrund ist übrigens der Soundtrack. In unterschiedlichen Fassungen. Ich habe es dann später ausgemacht. Es ist am Anfang schön und fürs Let's Play lasse ich jetzt auch mal an. Und ja, ich würde fast eigene Musik dahinter machen. So, machen wir ein bisschen schneller hier. Tutorial passed. Wunderbar. So. Jetzt öffnen wir selber. Plattform 2. Kommt da rein. Will dann nach East End fahren, bleibt eine Minute stehen und dann wieder zurück auf Central 1, aber diesmal auf Plattform 1. Sprich, Fahrweg ist gestellt, ist grün. Machen wir vorspulen. Dann bleibt er stehen. Was der Zug jetzt nicht macht, ist automatisch wenden. Genau, jetzt müssen wir den Zug quasi umdrehen. Hier wieder die Weiche umstellen, freigeben. Und so wie er fertig ist, kann er dann losfahren. Das sollte eigentlich dann gleich mal sein. Ja, genau. Tutorial beendet. So. Hier wird es ein bisschen komplexer. Sollen wir das jetzt hier auch mal machen.
Central 1, Plattform 2. Und er will auf East End 1. Würde ich sagen. Das sind jetzt sogenannte automatische Signale. Unterschied zu dem ist, dass er automatisch den Fahrweg legt. Sprich, wir müssen die Weichen nicht schalten. Man kann im späteren Verlauf noch Upgrades machen. Man kann dann quasi wie so Fahrwege schon mal vorprogrammieren. So, wenn der vorbei ist und ich sage, der nächste hätte dahin gehen sollen, schaltet es dann automatisch dann um. Das werden wir aber noch sehen. So, machen wir das nämlich mal ein bisschen schneller. Der Zug ist da. Und dann bitte einmal umdrehen. Und jetzt soll er bei Central 1 ankommen. Und braun ist ja quasi immer das, wo man theoretisch hinschicken könnten. Von dem Signal aus. Bis jetzt zum nächsten Signalblock. Das ist es dann jetzt eben hier Gleis Nummer 1. Dann wieder vorspulen. Gut. Und er sagt ja, das waren jetzt die absoluten Basics und es kommen dann natürlich noch es kommt Shunting, Coach Yards, Contracts, Upgrades etc. mit dazu. Und wir sollen jetzt mal den Endlos-Modus spielen oder, was es noch gibt, das sind sogenannte die Timetable-Modus. Sprich, da musst du, kannst du jetzt in der Karte quasi nichts verändern oder nicht selber bauen, sondern musst versuchen, einen Fahrplan einzuhalten. Und ich würde sagen, wir machen das mal, bevor wir in den Endlos-Modus gehen, wo wir dann auch selber Strecken bauen können. Schauen wir uns mal so einen Fahrplan-Modus an. In Wakefield. Genau, drei Stationen. West Arrowhead, Wakefield und Portsmill. Da können wir jetzt hier zum Beispiel auch schon sagen, das ist dann ein Upgrade. Auto Accept Trains. Das machen wir jetzt mal. Dann landet er automatisch auf der richtigen Plattform. Und dann wäre noch Wakefield Plattform 3. Das ist hier unten. Das heißt, wir stellen das schon mal und geben das frei. Dann ist der Fahrweg quasi schon mal gemacht. West Arrowhead machen wir auch schon mal. Auto Accept. Und Wakefield ebenfalls. Ich habe das gern bei allen Stationen. So, der bleibt jetzt hier eine Minute stehen. Wakefield wieder eine Minute und fährt dann nach Portsmill. Wieder zurück, aber auf Plattform 2. So, ein bisschen vorspulen. Es sollte von links auch gleich mal ein Zug kommen. Also das ist halt wirklich noch eine einfache Karte. Genau. Machen wir hier mal langsamer. Der will nach West Arrowhead 1. Sprich, ist eh schon gestellt. Kann er da reinfahren. Mal sehen, mal schneller vorlaufen. Der will nach Wakefield 2. Sprich, einmal umstellen. Geben eben hier wieder den Fahrweg und den, sagen wir schon mal, Reverse. Sprich, sobald er stehen bleibt, man sitzt da an dem Lichtkegel, wird er die Richtung ändern. Der will dann nach Portsmill 2, sprich, die Weiche tun wir schon mal ändern. Und der wird dann aufs nächste gerade wieder losfahren. Kann er da schon mal rein. Wieder einmal vorspulen. So, der will nach West Arrowhead 1, da will er nach links rüber. Sprich, jetzt muss man warten, bis der da vorbeigefahren ist. Theoretisch könnte man jetzt schon grün geben. Der könnte es dann auch losfahren. Und wenn der Zug jetzt theoretisch hier wäre, dann würde er mit dem kollidieren. Also mit sowas muss man echt aufpassen. Und man sollte die Weiche stellen. Er könnte da zwar da drüber fahren, aber da gibt es Punkteabzug, wenn er das machen muss. Sprich, immer schön stellen. Da ist der nächste. Der will nach Wakefield Plattform 3. Sprich, ich kann ihm das theoretisch schon stellen. Eigentlich müssen wir jetzt warten, bis der da vorbei ist. Gehen wir mal ein bisschen vor. Stellen hier die Weiche. Passt. Ich kann es auch nachträglich nicht mehr ändern, weil dann ist die Wiki gesperrt für den Zug. Da müsste ich wieder quasi das Signal aufgeben, dass es wieder auf Rot ist. Und dann könnte ich es wieder ändern. So, der will nach West Arrowhead 1 wieder zurückfahren. Das heißt, den tun wir schon mal umdrehen. Und der untere wird um 8:06 abfahren, der obere um 8:07. Das passt. Gut, machen wir es mal ein bisschen schneller. Und jetzt schauen wir mal kurz. Der fährt bei West Arrowhead einfach durch. Der will halten. Sprich, den können wir dann gleich
hinterher schicken, weil der bleibt hier nicht stehen. So, und der sollte eigentlich dann auch mal langsam losfahren. Fährt um 7 nach los, also in 30 Sekunden. Hier tun wir die Weiche schon mal stellen und dann können wir den schon mal losschicken, weil der nicht stehen bleibt. So, der letzte Zug. Dann wir nach Portsmouth 2, sprich hier wieder umstellen. Gehen wir wieder frei, tun ihn umdrehen. Und lassen ihn da reinfahren. Quasi links und rechts geht's dann ins Nirvana weg. Wo sie dann einfach verschwinden. So, jetzt sollte man es dann auch gleich geschafft haben. Wunderbar. 120 Punkte, Timescore 28. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Endlos-Modus. Also ich werde garantiert mehrere Episoden machen. Und ich würde sagen, wir machen Endlos... ja, was machen wir denn als Besten? Ich würde sagen, wir machen Washington DC. Ich lade das mal kurz und dann sind wir gleich wieder da. Ja, da sind wir auch schon wieder da. Und da sagt er, willkommen zum Endlos-Modus. Wir sollen jetzt hier quasi unser System aufbauen, mehr Traffic reinbringen, ein bisschen Verträge annehmen, Geld machen und natürlich die Sachen upgraden. So, continue. Das ist unser Grundnetz. Ich mache mal kurz auf Pause. Ihr seht, man kann hier dann ganz schön ausbauen. Das sind alle Stationen. Die Sachen hier drin, das sind so, also wie soll ich sagen, das sind so längere Abschnitte, wo sie fahren. Das ist wie so ein Blocksegment da. Und müsst euch vorstellen, das ist wie so eine relativ große Distanz, was halt mit einem Block dargestellt wird. Gibt es jetzt hier ein paar Mal. Das sind so Grenzen, da können wir momentan nicht drüber bauen. Und das ist das, was wir gerade haben. Wir haben East Market, Benning und Riverdale. Und Riverdale, da will auch schon ein Zug reinkommen. Hier rechts seht ihr übrigens wie so eine Art Fahrplan mit den Bahnsteigen, wann wo welcher Zug ankommt. Da kann man so drüber gehen, kann sich die Sachen auch genau anklicken, wird es in der Übersicht anzeigt, wo er denn hinfahren will. Und ja, würde sagen, wir nehmen den Zug erstmal an, auf Plattform 2, weil der will auch rein. Und er will nach Beginning 2, dass das eh schon richtig schält. Gehen wir hier frei und lassen ihn da mal reinfahren. Ja, das ist dann das Baumenü. Da kann man dann die unterschiedlichen Schienen machen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Man kann Tunnel bauen, man kann Depots bauen, also Frachtdepots und Wagendepots, Signale platzieren etc. Dann hier kann ich mir diverse Bahnsteige kaufen oder diese Blöcke dazwischen. Und es gibt natürlich Upgrades. Sei es jetzt zum Beispiel, ich kann verschiedene Verträge annehmen, ich kann Yards dann bauen oder Automatisierung. Das muss ich mal alles nur freischalten, wie das automatische Signal, automatisch annehmen, automatisch umdrehen und so weiter. Dass ich bis zu 7 Stationen haben kann und dann Interface-Verbesserungen, dass man dann anzeigt wird, wohin der Zug fährt etc. Aber jetzt zum Beispiel zeigt er mir nicht sehr viel an, außer die Zugnummer. So, jetzt schauen wir mal, der nächste kommt dann um 8.10 Uhr an. Und wir könnten eigentlich da schon mal zweigleisig rausbauen. Das mache ich, ich habe das gern zweigleisig hier. Kostet auch schon ein bisschen Geld hier. Und das hier oben will ich hier gerne weiter oben haben. So. Passt. Und dann will ich sagen, machen wir das hier so. Dann haben wir das hier zweigleisig. Und theoretisch könnte man sagen, der darf hier so fahren noch. Okay, dann brauchen wir Signal, kann ich mir nicht leisten, kostet 2000. Sprich, den müssen wir jetzt noch ein bisschen fahren lassen. Der will dann auf Riverdale 3 zurück. Können wir gerade schon mal freigeben. Und jetzt könnte er schon theoretisch zweiter kommen. Das heißt, wir gehen jetzt bei Contracts rein. Und dann haben wir noch einen. Und der würde von Riverdale nach Beginning und wieder nach Riverdale fahren. Da steht dann auch, wie lange er denn anhalten würde. Und was die Penalties sind. Je nach, wenn er zum Beispiel eine Verspätung hat oder falsche Plattform.
und was er erwartet, was er für eine allgemeine Durchschnittsgeschwindigkeit hat. Und da steht immer up to $2000 oder je nachdem, was wir für Wertung hier haben, ist der Reward abhängig davon, wie schnell der Zug ist. Wenn er langsam ist, kriegen wir weniger. Wenn er wirklich optimal fährt, dann sind es 2000. Und bei Active Contracts sehen wir das, was wir jetzt gerade aktiv haben. Und das, wie viele Züge wir theoretisch noch abfertigen müssen, bis der Auftrag erfüllt ist. Er läuft dann schon noch weiter, aber dann könnte man es quasi ohne Kosten wieder beenden. So. Ah, den müssen wir noch wenden. Wenn man das nicht macht, dann fährt er einfach bis zu dem Signal hin und bleibt dann stehen und weiß dann nicht mehr, wohin mit sich selbst. So, tun wir ein bisschen vorspulen hier. Sagen wir, jetzt mal ein bisschen Geld generieren. Ja, der fährt hier noch relativ langsam, aber hier darf er nur 40 fahren. Das sind einfach die Grundgleise. So, ist der nächste Zug. Auf Plattform 2. Dann mal hier wieder umstellen. Der wird nach Beginning 2. Hat er eh noch das momentan. Und dann stellen wir ihm das schon mal. Später kann man auch den Fahrplan anpassen, wann die quasi wie ankommen, zu welchen Zeiten etc. Aber da fehlt uns noch das Upgrade. So. Da kommt zum Beispiel gleich ein Frachtzug. Genau, das ist gleich da hinterher. Der will auch auf 2. Und der will auch East Market. Der fährt aber einfach durch. Auch bei Riverdale fährt er einfach durch. Sprich, wir könnten ihm theoretisch jetzt hier schon einen freien Weg geben, müssen aber dann hier noch die Weiche stellen. Und das, was ich da mache, ist ziemlich gefährlich, weil eigentlich sollte man warten, bis der Zug hier vorbei ist, Weiche stellt und dann freigeben. Das wäre zum Beispiel dann auch mit einem automatischen Signal so. Das wird es dann erst freigeben, wenn hier der Block frei ist. Und nicht so wie jetzt rot blockiert. So. Das heißt, wir stellen jetzt hier um. Und fährt drauf. Wenn man es dann falsch gemacht hat, man kann den Zug nicht anhalten. Also später bei den Upgrade ja, aber jetzt hier so im Moment halt nicht. So. Hier können wir die Weiche auch schon mal umstellen. Und sagen zurück, geben das schon mal frei. Und jetzt schauen wir mal bei Riverdale. Da kommt erstmal kein Zug an auf Plattform 2. Sprich, wir können einen Vertrag annehmen. Und zwar nehmen wir den, wo wir am meisten Geld kriegen würden. Den da, Riverdale, Beginning Riverdale. Da kommt er auch schon an. Da können wir jetzt sagen, auf welche Plattform soll der reinkommen. Und so wie der Testzug dann fährt, ist er dann auch später. Sprich, hätte ich jetzt mehrere Plattformen, ich sage, er kommt auf 1 an, dann würde er auch immer auf 1 ankommen. Sofern wir es nicht ändern. So, der stoppt da jetzt für 1 Minute. Das muss man ein bisschen vorspulen. Geben wir ihm das jetzt frei. Stellen die Weiche um. Und dann haben die ihren Spaß hier. Da oben, da sammeln wir jetzt quasi Punkte für Commuter und Freight Trains und die brauchen wir dann quasi um Upgrades freizuschalten. So, hier kann ich das auch mal geben, also wie der losfährt, wird dann hier der auch schon losgefahren sein. Passt. Riverdale, Plattform 2 kommt jetzt erst in den nächsten 10 Minuten was. Das heißt, wir können noch was annehmen. Ich würde auch euch sagen, das setzt immer wieder mal Verträge ablehnen. Weil ansonsten kommt keine neuen mehr. Es gab jetzt 6 oder 7 maximal, wo sie angezeigt werden. Und da können wir das zum Beispiel nicht annehmen, weil wir natürlich in Columbia noch keine Station haben. Gut. 3000. 65 Durchschnitt. Den nehmen wir mal jetzt gerade mal. Dann haben wir ja auch Verkehr drauf. Und später kann ich das natürlich auch wieder canceln. Live Train sehen wir gerade zum Beispiel, dass 3 von denen gerade auf der Karte rumschwirren. So, dem werde ich das jetzt auch schon mal freigeben, weil der da unten jetzt gleich wegfahren wird. Stellen wir die Weiche um.
So. Und jetzt fragt er uns, ob wir das annehmen wollen. Also wir kriegen nur 2000 von 4000 und was die Penalty sind wegen der Geschwindigkeit. 70 hätte gern gehabt als Durchschnitt, wir schaffen aber nur 31. So, den einmal wenden und freigeben. Und der nächste Zug sollte dann auch bald mal kommen. Ja, ich glaube in der nächsten Folge mache ich da andere Musik mit rein. So, den geben wir das auch wieder frei. Das mal schnell vorspulen. Den Vertrag wollen wir auch annehmen. So, wir haben jetzt zwar schon 5. Wir könnten zum Beispiel sagen Auto Accept. Das ist ganz praktisch. Das wirklich so, die Züge automatisch annimmt. Schaust, wir gehen da auf den Bahnhof. Sagen da Auto Accept. Das machen wir gleich bei allen. Dann müssen wir das immer selber machen. Und so kann man sich das Leben quasi ein bisschen vereinfachen in dem Spiel. Und 11.000, wir könnten theoretisch jetzt hier auch einen Bahnsteig mal kaufen. Hier auf Shop gehen. Und ich würde sagen, wir nehmen den Bahnsteig hier. Und schon haben wir den. Muss ich warten, bis der vorbei ist, weil sonst kann ich hier die Gleise nicht anpassen. Und dann bauen wir das hier schon mal schön um. Weil ich hätte gerne Kreuzungsweiche. Und wir bauen schon mal Signal. Hätte ich gerne hier eins. Wenn man nochmal draufklickt, damit die Richtung geändert. Und hier kommt dann später noch eins rein. So. Kann man das Spiel gerade mal passieren? Mit Rechtsklick kann ich das wie so entfernen. Ich möchte das mal hier so rausfahren und dann hätte ich gern die Kreuzungsweiche, dass wir von überall reinkommen. Und dann hier noch ein Signal. So, aber dann kann hier schon einer vorfahren. So, hier das stellen wir um. Perfekt. So, das geben wir hier schon mal frei. Und eben der Weg geht jetzt nur bis zu dem Signal. Dann muss ich hier das nochmal freigeben. Und dann kann er in den nächsten Block einfahren. So, auf Plattform 2 kommt jetzt wieder mal länger nichts. Sprich, da können wir jetzt noch einen Vertrag annehmen. Und ich würde sagen, wir nehmen erstmal den da. Plattform 2. Können wir schon mal freigeben. Bis dahin. So, jetzt wäre es dann sauber. So, den müssen wir noch umdrehen. Also, der ist noch gar nicht ganz angekommen. Reverse. So, da. Sollten die dann recht zeitnah losfahren? Sehr gut. So, dann stellen wir hier die Weiche um. Da kann der da reinfahren. Perfekt. So, den wieder umdrehen. Also, wir brauchen wirklich das Auto-Reverse. Das ist sonst nervig. Fahrweg ist wieder gestellt. Gehen wir ihm frei. Bis zu dem Signal da. So. Ich werde es auch freigeben hier. Ja, jetzt kommt hier ein Frachtzug. Und der will nach Riverdale 3. Okay, jetzt muss mal passieren. Weil der kommt jetzt natürlich da so nicht rein. Jetzt könnte man hier nur so eine Kreuzung machen. Aber wenn dann hier einer kommt, dann ist das belegt. Ich könnte sagen, wir fahren hier so rüber. Für den Moment zumindest. Stellen wir eben hier den Fahrweg um. Sagen, der kann da jetzt erstmal durchfahren. Ja, machen wir Accept, geben ihm das frei. Und da fährt er rein. So, jetzt haben wir wieder 3. Was können wir mit 3 so freischalten? Overview Train Focus. Nee. Können wir jetzt noch nicht sehr viel frei. Erst mit 5, ein bisschen mehr. So, nächster Zug. Kommt jetzt gleich wieder ein Frachtzug und ein kommerzieller.
Also die Balken sind übrigens, wie lange hier stehen würde auf der Plattform, ne? Aber warum Plattform 3? Frag ich mich gerade. Oder war das jetzt der Testzug? Ne, das war der Testzug. Da sieht man zum Beispiel, der kommt dann später hier an, während eine andere ankommt. Das kann man dann, also den Fahrplan, den kann man dann richtig schön, warte mal hier, Timetable, den kann man dann editieren und anpassen. Mit den entsprechenden Upgrades. So, die haben wir natürlich auch wieder auf Plattform 2. Ich würde sagen, Plattform 2 zum Ankommen, soll man das auf 2 lassen, wenn wir das hier so weitergehen, würden die da so lang fahren. Wobei später vielleicht 1 und 2 und 3, wie so als Durchfahrt. Lassen wir es erstmal auf 2. Ja, genau, jetzt kann ich es wieder nicht ändern. So, gebe ich mir hier das frei. Ich hoffe, da kommt doch wirklich Abwechslung rein mit dem Soundtrack. So, wieder vorspulen. Ansonsten ist halt de facto Echtzeit. Klar, wenn es dann mal richtig komplex ist, brauchst du es dann. Weil sonst kommst du ja nicht hinterher. Auch mit der Automation. Dass du mal schaust, dass hier alles cool ist. So, der natürlich auch wieder 2. Gehen wir hier wieder frei. Ja, und gefunden habe ich das Spiel über Tomio. Der hat es vor kurzem vorgestellt gehabt und war sofort begeistert. Man hat da, muss ich mal sagen, mal anschauen. Also, coole Sache, Tom, dass du da das mal kurz angeschaut hast. So, Riverdale 3. Kannst du gerade schon wieder losfahren. So, und wenn der dann da unten angekommen ist, haben wir 5 Punkte. Und dann können wir uns wieder ein Upgrade leisten. So, die haben natürlich auch wieder 2. Gut, jetzt fahren sie natürlich alle auf 2, weil sie sonst noch nichts anderes hat. Aber später muss man dann schon genau hingucken. Schauen wir mal in die Contracts. Riverdale Beginning, Riverdale. Jetzt anzunehmen wäre doof, weil sonst kommt er jetzt gerade rein, wo der Zug gerade da ist. Und ich Annahme gleich, das will ich jetzt mal auf der 2 lassen. Columbia wollte noch einige. Aber da brauchen wir dann das Upgrade für diesen Block hier unten. Generell um hier. Also, na gut, Anacosta. Wäre natürlich noch was zum Verbinden. Oder gibt es keine Aufträge für Anacosta? Okay, lass mal nochmal weiterlaufen. So, Frachtzug. Den lasse ich jetzt schon mal fahren und werde dann hier die Weiche ändern. Da kommt gerade ein Computer hinterher, sieht man da gerade. So, dem kann man die Fahrstraße gerade schon geben. Einmal umdrehen. Da kommt der andere Computer hier. Und ebenfalls freigeben. So. Gut, umdrehen nicht vergessen. Sonst gibt's Zeitabzug. So, und der hier bis hier runter. Wunderbar. Ja, schreibt es mal auf alle Fälle in die Kommentare, was ihr bis jetzt hält. Ich meine, so viel haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Ich mache auf alle Fälle ein kleines Let's Play. Also vor allem mit der Karte hier, das werden wir jetzt hier noch ausbauen. Und in der nächsten Folge gibt es erstmal Musik im Hintergrund. Also eine andere Musik. Und dann bauen wir das hier mal aus. Aber zuallererst Eindruck, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich freuen.
Und ja, bis zur nächsten Episode. Bis denn dann, hier auf dem Kanal.